Brody und Cliff sind die besten Freunde. Sie machen alles zusammen. Fahrradausflüge. Lässig rumfahren im Cabrio. Oder mit dem Boot. Die beiden gehen überall gemeinsam hin. Also, naja, meistens sitzt Brody in einem riesigen Rucksack bei Kumpel Cliff auf dem Rücken. Sieht fast so aus, als würde er einen riesigen Teddy tragen. Wir wollen mehr wissen und verabreden uns mit den beiden zum Interview. Und klar, da muss auch das Styling stimmen. Ich habe ihn seit seiner Geburt. Seine Mama war auch mein Hund. Sie bekam Welpen und ich habe ihn behalten. Also habe ich ihn seit dem ersten Tag und wir haben eine extra starke Bindung, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen. Zusammen reisen ist ihr größtes Hobby. Ihre Erlebnisse teilen sie auf Instagram und das verfolgen über 400.000 Menschen. Es gibt nichts, was die beiden aufhalten könnte. Naja, obwohl der 36 Kilo schwere Brody hat auch schwache Momente. Er hat Angst vor so vielen Sachen. Leeren Plastikbeuteln, Metallfußböden. Aber unsere Verbindung ist so stark, dass er mir vertraut. Also alles ist okay. Oft bedeutet das für Cliff aber, den 36 Kilo schweren Golden Doodle wie ein Riesenbaby herumzutragen. Ich habe einen starken Rücken. Ja, er hält mich auf jeden Fall fit. Einer der Hauptgründe, warum ich trainiere, ist wohl, um ihn tragen zu können. Gemeinsam schaffen sie alles. Wie zum Beispiel Helikopterfliegen. Für die meisten Menschen schon eine Herausforderung. Doch wenn Brody seinen besten Freund Cliff dabei hat, schafft er alles. Und sieht dabei noch richtig cool aus. Beide haben große Pläne und wollen die Welt sehen. Vor allem ein Land reizt die beiden Freunde. Ich schaue gerade international und ehrlich gesagt, Deutschland ist im Ranking ziemlich gestiegen. Weil ich weiß nicht genau, was passiert ist. So die letzten zwei Wochen haben wir viele deutsche Follower bekommen, mit denen wir in Kontakt sind. Deutschland ist gerade die Nummer 1 für eine internationale Reise. Und dann gibt es den riesen Golden Doodle im Rucksack, vielleicht auch bald hier zu sehen. Bis dahin werden Cliff und Brody weiter ziemlich coole beste Freunde bleiben.